Herzlich, ich würde es gerne wieder ganz, ganz konkret machen. Vielleicht können Sie alle mit Ja oder Nein antworten, wenn Sie wollen. Saudi-Arabien beispielsweise. Sollen wir dort hin, als Schweiz Waffen liefern? Sie sagen Nein. Nein. Herr Galladay? Herr Büchler? Man kann es abklären. Und wenn's, man kann nach Saudi-Arabien kann man liefern. Man mit kann der Auflage, liefern. Dass nicht weiterverkauft wird. Herr Salzmann? Gleiche Antwort, das muss abklären. Herr Rossner? Selbstverständlich. Sie, Herr Stöckelberger? Die Nicht-Weiterlieferung klappt leider nicht. Und darum Zurückhaltung. Jetzt habe ich eben schon eine Frage. Also, Herr Büchler, schauen Sie mal. Saudi-Arabien ist ein Land, wo die Scharia herrscht. Ist bei weitem keine Demokratie. Wir haben ein paar Strafen aufgeschrieben. Wenn man die Ehe bricht, wird man gesteinigt. Wenn man etwas stillt, wird einem die Hand abgehackt. Wenn man Gotteslästerung macht, Blasphemie, wird man hingerichtet. Und diesem Land wollen Sie Waffen liefern. Ich meine, Sie vermischen da wirklich Kraut mit Rüebli. Also, ich meine, man verkauft das nicht an die einzelnen Gruppierungen, sondern das sind Verträge vorhanden, wo man klare Abmachungen hat, oder? Und nicht da mit diesen Gruppierungen. Aber dem Regime, der Regierung. Ja gut, das ist eine andere Frage. Der Bundesrat und SECO zusammen klärt das sehr genau ab, oder? Und gibt nicht einfach überall grünes Licht. Das ist nicht nein. so. Nein. Aber das ist jetzt wirklich, das weiss man, das wird ja an den saudi-arabischen Staat geliefert. Wir haben Königsgarten dort ausgerüstet. Und das ist der Staat, der die Scharia anwendet. Und da weiss ich wirklich nicht, wie man das legitimieren kann, wie man Geld machen kann mit dem. Irgendwo ist es einfach wie zu viel. Herr Rochsner, was sagen Sie dazu? An einem Scharia-Staat, der Hände packt, der Leute steinigt? Ich komme auf meinen Punkt zurück von voran. Wir müssen doch akzeptieren, dass die Länder verschiedene Auffassungen haben, wie sie sich organisieren. Und auch wenn das Scharia ist. Und Scharia muss man akzeptieren von aussen, dass irgendjemand nach der Scharia leben kann. Ich habe letztens etwas gelesen, dass dort unter der Scharia auch Sachen hat, die durchaus positiv sind und unsere Gesetzgebung im gleichen Bereich nicht. Die Beispiele, die wir genannt haben. Das ist ein Thema, wo man kann sagen, der Vergleich, es muss doch verhältnismäßig sein, oder? Warum sagen wir, dass die Verteidigung von diesen Sachen oder der Schutz von sich selber ist auch ein Menschenrecht, dass man sich verteidigen darf? Warum soll das nicht gehen und alles andere soll funktionieren? Saudi-Arabien, Werner Salzmann. Ich teile eigentlich die Auffassung von Herrn Rochsner. Aber ihr müsst auch eins sehen. Wenn ihr die wirtschaftlichen Mittel habt, für eine Armee auszurüsten, dann müssen wir darüber reden, ja, wollt ihr überhaupt noch Öl kaufen von Saudi-Arabien und so weiter. Ihr könnt fast mit jedem Staat könnt ihr irgendeine Beziehung aufzeigen, die er zu dem führt, dass er eben finanziell stark ist und sich ausrüsten kann. Aber das ist der wirtschaftliche Teil. Dann kommt der Teil, wie sie ihre Selbstverteidigung aufbauen. Und wenn das so gewährleistet ist, dass sie es für einen eigenen Schutz brauchen und nicht weiterliefern in Krisenherden, ist das von mir aus gesehen überhaupt kein Problem. Und stützt hier unsere Rüstungsindustrie, die wir für unsere Armee brauchen. Also liefert das Herr Landsmann, Ihre Hinweis auf Öl, Herr Salzmann, Ihre Hinweis auf Öl ist völlig berechtigt. Darum ist es ja wichtig, dass wir den Ausstieg aus den fossilen Energien vorantreiben. Das Problem ist einfach, unsere Freiheit beim Öl zu wählen ist ein bisschen kleiner als unsere Freiheit, Partner Länder zu wählen, denen wir eventuell Rüstung liefern. Und Herr Rochsner, Saudi-Arabien ist im Demokratierating von 167 Ländern auf dem 163. Platz. Saudi-Arabien ist in dieser ganzen Region eine der aggressivsten Mächte. Die saudische Luftwaffe hat zusammen mit der Katar-Luftwaffe im letzten Jahr 22 Spitäler in Jemen bombardiert. Übrigens wird die Luftwaffe ausgebildet von Pilatus von PC-21 Flüger, die offiziell in der Schweiz im Widerspruch zu den Weltregeln nicht als Kriegsmaterial gelten, aber das natürlich sind. Aber schon lange habe ich ganz eine unangenehme Frage an Sie. Wir haben es vorhin schon gehört. Nur weil die Schweiz jetzt nichts mehr liefern würde, wäre deswegen ja nicht sichergestellt, dass die keine Waffen haben. Das haben uns auch Leute auf Facebook geschrieben. Zum Beispiel ein Herr Keller hat gesagt, glauben Sie im Ernst, schon lange, ich richte das jetzt gerade an Sie, wenn die Schweiz keine Waffenexporte mehr macht, werden von der EU und NATO-Ländern und Russland und China auch keine Waffen mehr geliefert. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob wir liefern oder nicht. Haben Sie schon mal von einem gehört, der eine Bank überfallen hat, dass der freigesprochen worden ist, weil er können beweisen konnte, dass die Bank am nächsten Tag von jemand anderem überfallen worden wäre? Eine Untat ist eine Untat. Und wenn ich mich daran hindern kann, die Untat zu begehen, dann verzichte ich auf die Untat.